Könnt ihr das riechen? Ja, wir sind soweit. Wir sind endlich wieder auf einer Convention. Und wir haben es heute geschafft auf die Spiel. Achso, ihr wollt bestimmt wissen, was die Spiel ist. Das ist Deutschlands größte Messe für Brettspiele. Das ist das OG Gaming. Das ist das, wenn eure Mutter gesagt hat, Tante Klaus und Onkel Gisela kommen gleich vorbei und wir spielen ein paar Brettspiele, was dann bis nachts 3 Uhr ging, wo ihr enterbt wurdet und dann draußen vor der Tür landet, weil ihr so kacke gespielt habt. Aber wir nehmen euch mit in eine neue Welt voller Spiele, die 2020 und 2021 einen neuen Boom bekommen haben. Ich meine, die ersten Schritte auf so einer Convention sind immer das Geilste, weil du nicht weißt, was kommt. Du sammelst einfach die ganzen Erfahrungen und die ganzen Eindrücke, die dich rechts und links so ein bisschen beschatten. Hier vor uns ist einer, der ein bisschen unheimlich filmt. So als dürfte er nicht dabei gesehen werden. Wunderschöne Schilder. Glaube ich, es sind Schilder. Doch, es sind Schilder. Sehen geil aus. So, wir gehen aber irgendwo hin, wo ich die ganze Zeit schon hin wollte, aber ich komme noch nicht hin, weil es zu voll ist. Playmore Fantasy. Ich soll hier ein Interview führen mit einem Ingo, mit Bingo Ingo, aber ich weiß noch nicht, wer Bingo Ingo ist. Der Mann hinter der Kamera war sich nicht mehr sicher, wie er heißt und deshalb sollte ich ihn nicht mit Ingo ansprechen, aber ich spreche ihn jetzt mit Ingo an. Oder ich spreche ihn jetzt mit Martin an und sage, Robin hat mir das gesagt. Er sieht unvorbereitet aus, das gefällt mir. Wir wollen zu Ihnen. Ja, wir sind von der Krämer. Ich habe gesagt, ich soll einen Martin interviewen. Ein Martin interviewen? Ich bin der Ingo. Achso, ja okay, dann sind wir doch richtig. Ihr seid Playmore Fantasy, was macht ihr hier? Ja, wir sind schon seit, ich glaube, 18 Jahren hier, kommen wir hier hin. Verkaufen Spiele, Warhammer, also sind halt der typische Fantasy-Laden, sag ich mal, ne? Mit Rollenspielen etc. Alles drum und dran, breit aufgestellt. Also ich behaupte mal, eben nichts, was man nicht finden kann bei uns. Also zur Messe kann ich natürlich definitiv Paleo empfehlen. Das geht weg wie warme Semmel. Was ist das für ein Spiel? Man spielt Steinzeit und muss zusammen halt in der Evolution aufsteigen. Dass man, ich sag mal, Bilder vervollständigt oder Bilder malt oder einen Mammut jagt oder sowas und erlegt und zerlegt. Also das macht man aber alles kooperativ, weil kooperative Spiele sind natürlich sowieso der Mega-Hype überhaupt. Okay, und dann soll ich noch nach einem Spiel nachfragen, wo es um irgendwelche Zombie-Wellen geht, die man verteidigt. Was das absolute neue Lieblingsspiel von meinem Kameragnom ist. Okay, ja, Zombieside. Also Zombieside gibt es halt schon sehr lange, da gibt es halt unterschiedliche Varianten. Das Ganze ist immer, du hast eine Mission, die du zusammen erledigst, deine jeweiligen Charaktere levelst. Und zusammen halt die Zombiehorn besiegst oder irgendwelche, ich sag mal, Geflüchteten da befreien musst oder sowas oder den Ausgang finden musst oder da gibt es auch sehr viele Szenarien aus dem Internet und das ist halt ein super kooperatives Spiel. Ich nenne es immer Bier- und Brezelspiel, weil man kann sich dabei noch wunderbar unterhalten. Die Regeln sind zwar etwas dicker, aber nicht kompliziert. Das kann man auch während des Spiels erklären. Macht total Laune, also man ist da auch nicht eine Stunde beschäftigt, da kannst du schon 2-3 Stunden dran spielen. Gibt es zig Erweiterungen zu den jeweiligen Szenarien, also es macht halt mega Bock, das Spiel. Ich finde es eben, das ist mein Lieblingsspiel, ich finde es super. Okay, dann werden wir das mal einblenden oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Danke für deine Zeit. Gerne. Check die Spiele mal ab. Übrigens sehr Corona-konform, wie wir einfach eine Mülltonne zwischen uns haben. Ein Franchise, was ich wirklich sehr, sehr lange genossen habe, und ich meine wirklich sehr, sehr lange, ist Yu-Gi-Oh! Von Konami. Wer von euch Yu-Gi-Oh! Schon lange nicht mehr gespielt hat, ne, der wird vieles davon nicht mehr verstehen. Es gibt nämlich neue Link-Monster, die werden in der Mitte des Spielfeldes platziert und ändern damit die Strategie des Spiels. Ist also zum grundlegenden Urprinzip schon ein deutlicher Unterschied, wo man einfach nur mit 5 Monster und 5 Fallenkartenzonen gespielt hat. Ich würde jetzt sagen, mein absolutes Highlight wäre ein Duel Masters Thron, wo dann derjenige sitzt, den man besiegen muss, aber da sitzt gerade ein Kind drauf. Bist du wirklich hier der Krasseste oder hast du dir einfach nur den Platz geklaut? Ich habe mir den Platz geklaut. Da sitzt einer ganz einsam am Tisch. Ich fühle mich ein bisschen fehl am Platz hier, weil ich einfach mittendrin stehe. Ich glaube, wir gehen mal wieder raus. Die denken, glaube ich, gerade, sie ist unsere Managerin. Deshalb wird sie die ganze Zeit angesprochen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Darf ich mir was ausleihen zum Spielen? Das sieht aus, als kriege ich das hin. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so schwer, oder? Ja, ich hab's gleich raus. Ich brauche so 1-2 Anläufe. Ihr wollt sehen, wie ich jongliere wahrscheinlich, ne?
Nein. Das habe ich vor 2 Jahren schon gemacht, das kann ich nicht. Können wir jetzt einfach so schneiden, als hätte ich das gerade selber gemacht? Wir sind beim Stand Spiel das. Und es sieht wunderschön bunt aus und es scheint irgendwie um Superhelden oder sowas zu gehen. Das grundsätzliche Spielprinzip sieht witzig aus, nämlich Superhelden. Aber worum geht's genau? Genau, also eigentlich sind wir noch keine Superhelden, sondern wir sind Möchtegernhelden. Das heißt im Grunde, wir sind Leute, die noch nichts können, die aber von sich selber glauben, dass sie was können. So ein bisschen das Beispiel wie bei Kick-Ass im Endeffekt. Und wir möchten gerne in dieser Stadt zu Superhelden werden. Wer möchte das nicht? Ja, möchte ich auch, deswegen habe ich das Spiel erfunden. Und Superheld wird man natürlich, indem man sich in der Stadt so ein bisschen diese Aufmerksamkeit verschafft. Das heißt, wir müssen durch unsere Stadt laufen, mit 5 verschiedenen Stadtteilen, und laufen zu Punkten, in denen es Missionen gibt. Und die Missionen sind am Anfang natürlich total einfach, weil wir ja nichts können. Das heißt, da ist sowas wie Blumen gießen, Lagerfeuer löschen, Karussell reparieren, dann kommt noch Gehweg kehren, Müll raustragen, sowas. Das sind so unsere ersten Aufgaben. Dafür kriegen wir Fans auf der Fanleiste. Wer die meisten Fans hat, gewinnt und ist dann Superheld. Und wir kriegen diese Heldenpunkte. Und diese Heldenpunkte sind quasi dazu da, um sich Ausrüstung und Werkzeuge zu kaufen. Und Ausrüstung und Werkzeuge, die sind auch ganz schön abgefahren. Also das Spiel nimmt sich in der Gesamtheit überhaupt nicht ernst. Ne, da haben wir halt die Schummelerlaubnis, mit der wir quasi einen Würfelwurf wiederholen können. Ja, wir haben so Sachen wie den IQ-Helm, mit dem wir mehr IQ haben im Spiel. Die Tarnkappe, Hütchenspiel, Karaoke-Maschine. Ja, wir können mit glockenklarem Gesang mehr Fans gewinnen oder sowas. Ne? Dadurch, dass man sich diese Sachen kauft, wird man ja immer stärker. Weil zum Schluss musst du die Alien-Invasion aufhalten, Godzilla besiegen oder, keine Ahnung, den Asteroiden, ja, stoppen. Also du machst richtige Superheldenaufgaben am Ende, kriegst dafür richtig fett Fans. Und bis dann zum Schluss Superheld. Ist es grundsätzlich möglich, das miteinander zu spielen, oder ist das so, dass man danach seine Freunde hasst? Egal, was ich jetzt sage, es wird mir vorgeworfen. Das Coole ist tatsächlich, man spielt es natürlich erstmal gegeneinander, aber in einem großen Kreis. Das schafft ja auch ein Miteinander. Es sind wirklich 8 komplett unterschiedliche Helden. Also ihr könnt zu 8 sitzen, könnt spielen, jeder hat seinen eigenen Helden. Und jetzt kommt die Miteinander-Komponente. Wenn man es nicht so möchte, dass man sich die ganze Zeit nur gegenseitig auf die Nase gibt, gibt es in dem Spiel einen Teammodus. Der spielt sich komplett anders. Dann tun sich nämlich Superhelden zusammen und spielen quasi miteinander gegen das andere Team und unterstützen sich gegenseitig und versuchen nur einen aus ihrem Team über die Ziellinie zu bringen. Das heißt, die anderen sind dann irgendwann nur noch die Supporter und die Bodyguards, damit der eine es schafft, seine Aufträge zu erfüllen und genügend Fans zu bekommen. Also wer jetzt noch nicht überzeugt ist vom Spiel, da weiß ich es auch nicht. Das will ich unbedingt mal spielen und das sieht, glaube ich, das nach dem besten Brettspiel aus, was ich bis jetzt jemals gesehen habe. Und ich mache gerne viel für Publicity, aber das ist jetzt nicht gelogen. Das sieht wirklich geil aus. Wir schauen uns jetzt noch ein Spiel an und dafür habe ich den Robert gefunden, der mir ein paar Fragen beantwortet. Wir sind nämlich am gleichen Stand mit einem neuen Spiel, was wir haben. Neben Neue Helden gibt es auch Magistra. Was ist Magistra? Worum geht's? Magistra ist so ein Nischenspiel, was genau die Nische bedient, die hier ganz viele Pärchen haben. Nämlich, was machen die abends, wenn die sich nichts mehr zu erzählen haben? Die wollen spielen. Denn das ist ein 15-minütiges Duellspiel. Das heißt, im Grunde hast du einen ganz schnellen Aufbau. Du kommst super schnell rein und das ist 15 Minuten lang absolut spannend. Also es entscheidet sich wirklich erst kurz vor Ende, das Spiel. Also für die Pärchen unter euch, ihr könnt eure 15 Minuten, die ihr habt, auch anderweitig nutzen mit Magistra. Also checkt Spiel das ab und dann gibt es auch in 14 Tagen ein neues Spiel. Wir verraten mal nicht, worum es geht, weil ich bin genauso gespannt, weil die fesseln mich beide schon. Also checkt Spiel das ab. Es ist mir manchmal schon peinlich, weshalb ich hier Leute ansprechen muss. Ich habe eine Frage, wo hast du den Ballon hier? Da vorne gibt's den. Wir kaufen uns auch einen Ballon oder wir holen uns einen Ballon. Danke! Ich gehe da jetzt ernsthaft rein und hole mir einen Ballon. Oh, wir gehen von der falschen Seite rein. Ich bin Profi. Jetzt muss ich auch noch warten. Wollt ihr auch einfach nur einen roten Ballon? Nee, danke. Und warum steht ihr hier und denkt, das sieht geil aus für euch? Die Luftballon. Genau, der einzige Grund, warum ich auch hier bin. Ich bin ja nicht unhöflich. Das ist der nette Thomas. Wir fragen den Thomas mal. Ich will nur einen Ballon haben. Aber ich kann ihn doch jetzt nicht stören. Vielleicht ist das ja gar nicht Thomas, sondern Thomas. Und spricht auch nur Französisch. Thomas, hast du Zeit für uns? Gar nicht übertrieben. Wo stehen wir hier genau? Bei Micro Makro? Weiß ich, aber worum geht's? Also ihr seid hier beim Verlag Edition Spielwiese. Micro Makro Crime City ist das aktuelle Spiel des Jahres.
Und ihr habt hier einen wunderschönen großen Plan in Form einer Stadtkarte und müsst verschiedene Krimifälle lösen. Du schaust dir mal hier vorne die Karten an. Jeder Fall besteht aus einem Satz von Karten. Ihr schnappt euch einfach die erste Karte und schaut euch an, was die Karte euch erzählt. In der Regel ist es eine Instruktion in einem Fall, wo draufstehen könnte beispielsweise: Such im Südosten der Stadt, da wurde im Marktplatz eine Leiche gefunden. Dann guckst du, ob du im Südosten überhaupt einen Marktplatz findest und wenn ja, ob da die Leiche liegt. In der Regel findest du dann die Leiche und dann versuchst du herauszufinden, wie es dazu gekommen ist. Das Schöne an dem Spiel ist, es ist wie so ein Daumenkino aufgebaut. Also du wirst diese Leiche noch an verschiedenen anderen Punkten in dieser Karte finden, zu einem anderen Zeitpunkt. Und das ist auch das Prinzip, wie du versuchst, den Fall zu lösen. Also du hast diese Leiche und dann guckst du in der näheren Umgebung, ob du dieselbe Person lebendig nochmal siehst, wie sie beispielsweise auf dem Weg zum Markt ist. Und dann verfolgst du sie rückwärts in dem Fall und siehst dann eventuell, oh ja, da war sie gerade beim Friseur, da hat sie sich mit jemandem gestritten, da hat sie mit jemandem Kaffee getrunken. Und dann versucht ihr, die einzelnen Personen nachzufolgen, ob die irgendwas mit dem Tod der Person zu tun haben. Und so könnt ihr den Fall dann lösen. Klingt eigentlich mega spannend und nicht zu Unrecht, glaube ich, Spiel des Jahres 2021. Für die Leute unter euch, denen sonntags der Tatort zu langweilig ist, spielt selber Tatort. Klingt sehr interessant, muss ich auch mal probieren. Emil, ich hätte gern einen Ballon. Klar, da bist du hier genau richtig. Danke. Wir gehen dabei bei so vielen Schätzen vorbei, aber ich suche jetzt dieses Katapultspiel. Pass auf, krasse Überblende. Mega geil. Dieser Ballon macht mich jetzt schon wahnsinnig, weißt du das eigentlich? Perfekt, das ist das Katapultspiel. Ich will es spielen. Ich glaube, das Spielprinzip ist einfach. Wir bauen eine Burg und ich muss die Burg des Gegenüber mit meinem Katapult zerstören. Klingt einfach? Bitte dich Platz zu nehmen und dann mache ich sie fertig. Ich habe das, glaube ich, mit Fußball verwechselt. Ich habe ein Tor geschossen. Das ist das Ergebnis und Burg Averagehausen ist gescheitert. Zu meiner Verteidigung, sie hatte auch individuelle Anweisungen von dem Trainer bekommen hinter ihr, wie man richtig schummelt. Das habt ihr jetzt nicht auf Kamera drauf, aber das ist wirklich so, ich lüge nicht. Aber ich habe verloren, ich verliere nie. Übrigens, für die Mafiosis unter euch, habe ich Mafia Legend gesehen und wir fragen mal nach, was es mit dem Spiel auf sich hat. Ganz geschmeidig stelle ich mich ganz gentlemanlike hier dran und frage: Wunderschönen guten Tag, darf ich belästigen? Hallo, natürlich, immer doch, gerne. Ich habe gehört, das Spiel wurde in 2 Jahren per eigener Handarbeit erstellt. Genau, 2 Jahre hat der ganze Prozess gedauert, bis das Spiel marktreif war. Und jetzt am Mittwoch, kurz vor der Messe, ist es endlich auch fertiger Form hier angekommen. Wir versuchen, relativ viele Spieleimpressionen in dem Video einzufangen. Und da ist natürlich schwierig, lange Spiele zu erklären. Aber ihr habt 3 oder 4 Sätze Zeit, zu erklären, warum dieses Spiel so besonders ist oder was das Spiel ausmacht. Das Spiel verbindet viele verschiedene Spieleigenschaften. Es geht um Card Control, man muss seine Handkarten kontrollieren, man muss die Gegenspieler immer wieder unter Kontrolle halten, den Steine in den Weg legen, das Leben schwer machen. Aber man darf auch sein eigenes Ziel, Nachfolger des Paten werden, nicht aus den Augen verlieren. Wo kann man das Spiel kaufen? Wir haben eine eigene Internetseite, auf der man es im Onlineshop kaufen kann, eisenwald.de und demnächst auch über Amazon. Also eisenwald.de mal abchecken. Da könnt ihr noch mehr über Mafia Legend nachlesen. Eine wahre Erleichterung, dass wir 2021 endlich wieder auf eine Messe gehen konnten. In diesem Fall dieses Spiel. Es war ein voller Erfolg und es hat mir wirklich mega gefallen, nochmal auf so ein Event zu gehen. Hier gibt es wirklich viele Sachen, die unterschätzt werden. Dazu zählen natürlich generell Spiele, die nicht an der Konsole stattfinden, aber auch viele neue Spiele, die ihr so vielleicht gar nicht kennengelernt habt, die wir euch jetzt mal ein bisschen näher gebracht haben, die ich spielen werde und die ihr vielleicht auch spielen werdet. Ansonsten sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Messe, irgendwann in Stuttgart oder in Utrecht. Schaut vorbei, besucht uns da und viel Spaß auf den weiteren Conventions und checkt unser ganzes Social Media ab. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok nicht vergessen und ansonsten natürlich die Website, wenn ihr coolen Merch haben wollt, auch von zu Hause aus, ohne die Messen.